aber einig, Jochen, und das ist eine Szene gestern aus dem Pokalspiel, die sehr unschön war. Definitiv. Das Pokalspiel gestern war ja ein Pokalfinale Reloaded, das von 2011, nämlich nicht nur wegen der Paarung Duisburg gegen Schalke eben, sondern auch wegen des Ergebnisses 0-5. Und in Anlehnung an dieses Spiel von 2011 gab es ein makabres Plakat der Duisburger Fans. Wir haben es hier mal eingeblendet. Können wir sehen, nicht mal Rudi kann sich erinnern. Rudi Assauer, der Urschalker, ja, mit Alzheimer. Ich finde, das geht überhaupt nicht, das ist total unpassend. Und der MSV Duisburg hat auch sofort reagiert, hat getwittert. Und zwar, der MSV Duisburg entschuldigt sich in aller Form bei Schalke 04 und Rudi Assauer für das unfassbare Plakat. Und das war noch nicht das Ende. Nein, auch der Geschäftsführer hat sich nochmal geäußert. Ich habe es während des Spiels gar nicht mitbekommen. Ich habe es erst mitbekommen, als das Spiel zu Ende war. Und ich bin genauso fassungslos wie alle anderen Verantwortlichen und auch die Spieler des MSV Duisburg. Das spiegelt natürlich nicht das wider für die Werte, für die der MSV Duisburg steht, sondern das sind einzelne Spinner, die einfach so eine Gelegenheit nutzen, um ihre verrückten Dinge kundzutun. Ich möchte mich in aller Form beim FC Schalke 04 dafür entschuldigen. Ich kann nur noch mal sagen, es tut mir sehr, sehr leid. Einzelne Spinner, ich finde, das hat er gut eingeordnet und ich finde, da gibt es auch keine zwei Meinungen.